أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة ترفع راية السنة ترفع راية السنة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Unser Prophet صلى الله عليه وعلى آله وسلم sagte bezüglich dieser 10 Tage von Dhul Hijjah, und das haben wir voriges Mal auch erklärt, es gibt keine Tage, in denen die guten Taten, die rechtschaffenen Handlungen beliebter bei Allah subhanahu wa ta'ala sind, als diese 10 Tage. Oder als diese Tage, das wird die ersten 10 Tage von Dhul Hijjah. Was macht man in diesen Tagen? Man macht etwas Gutes für Allah subhanahu wa ta'ala, aber mit Ikhlas. Das heißt, die Absicht muss rein für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und die Tat muss nach der Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Weil Allah subhanahu wa ta'ala von uns keine Handlung, keine Tat annehmen wird, außer dass diese Tat zwei Bedingungen hat. Die erste Bedingung ist, dass diese Tat, die Niyya in dieser Tat oder Handlung für Allah subhanahu wa ta'ala rein ist. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Du machst das für Allah. Und der Muslim sollte so sein. Jeden Schritt, was du machst, jede Bewegung, jedes Wort, du sollst dich erstmal fragen, ist das für Allah? Dann machst du das. Ist das nicht für Allah? Dann machst du das nicht. Und du änderst dein Nier. Weil am Ende, wenn Allah von uns nicht annimmt, dann ist das alles vorbei, was wir in diesem Leben getan haben und gemacht haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die Nier muss für Allah subhanahu wa ta'ala sein. Und die zweite Bedingung ist, dass die Tat nach der Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam durchgeführt wird. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Wie er uns das beigebracht hat, weil Allah ihn gesandt hat, damit er uns zeigt, wie wir handeln und wie wir Allah richtig anbeten. Deshalb auch die Taten in Dhul Hijjah. In diesen 10 Tagen müssen diese zwei Bedingungen haben, sonst wird Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Die guten Taten, die guten Handlungen, gib dem Shaitan keine Chance. Lass den Shaitan dich nicht in die Irre führen. Lass den Shaitan dich nicht betrügen und versuchen. Weil manche Leute denken, wenn sie Riba und Namima, Verleumdung und hinter dem Rücken von dem anderen schlecht reden, die denken, dass sie etwas geleistet haben, weil der Shaitan, wal'iyadu billah, diese Leute getäuscht hat. Und die haben das nicht verstanden. Ein Muslim in diesen Tagen betet, fastet, spendet, sagt das gute Wort, liest viel Koran, sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Die Sahaba, radwanallahu alayhim, auf den Märkten haben sie At-Takbir gemacht in diesen Tagen laut und die anderen haben das zugehört. Dann haben sie angefangen auch mitzumachen, bis die Medina bebte mit Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ein Muslim nutzt diese Möglichkeit, weil diese Tage die besten sind, nutzt diese Möglichkeit, indem man auch die besten Taten für Allah subhanahu wa ta'ala und Handlungen für Allah subhanahu wa ta'ala durchführt.
Der Muslim macht kein Haram. Und er versucht kein Haram zu machen. Wenn er auch Haram begeht, dann versucht er Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung zu bitten. Dann versucht er Reue, Tauba zu zeigen. Der Muslim sollte nicht von den Leuten sein, wie die Medien, wal-iyadu billah, die das Lüge verbreiten unter den Leuten. Der Muslim ist derjenige, der sich vergewissert und ist nicht derjenige, wal-iyadu billah, der hört etwas, dann erzählt er sofort, als ob das wahr wäre. Sondern der Muslim passt auf und er weiß genau, Allah wird ihn am letzten Tag nach seinen Handlungen, das wird Handlungen von Muslim, nach seinen Taten fragen, nicht von den anderen. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich am letzten Tag nicht fragen, was dein Nachbar gemacht hat und was die anderen getan haben. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich selber fragen, was hast du geleistet in diesem Leben, was hast du getan? Und jeder von uns muss sich vorbereiten. Deshalb, man sollte sich um sich selber kümmern. Weil wir so viele Sünden machen. Keiner von uns ist vollkommen. Keiner von uns ist sündenfrei. Wir machen Fehler. Deshalb nutzen wir diese Angelegenheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeiht und vergibt durch die guten Taten, die wir begehen. Fasten, das ist mit großem Lohn. Dann, wenn du die 9 Tage fasten kannst, das ist gut. Wenn du das nicht machen, das ist das Beste eigentlich. Wenn du das nicht machen kannst, dann faste 8, 7, 6, wenn du nicht schaffen kannst, dann mindestens den Tag von Arafa. Den Tag von Arafa. Das ist keine Pflicht, ja. Aber wir machen das, damit Allah subhanahu wa ta'ala von uns annimmt und Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeiht und vergibt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, 2 Jahre werden durch das Fasten Sünden, 2 Jahre Sünden werden durch das Fasten von Arafa verziehen von Allah subhanahu wa ta'ala. Was wollen wir mehr? 10 Stunden. Ohne Essen, ohne Trinken. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Mit Ikhlas, mit einer guten Nia. Nach der Sunna von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, 2 Jahre Sünden sind weg, insha'Allah. Es gibt in diesem Monat Möglichkeiten, dass man bessere Stufen im Paradies und Rangstufen im Paradies bekommt. Und zwar, es gibt bei uns Salat al-Eid. Am 10. von Dhul-Hijjah ist Salat al-Eid, das Festgebet. Wir haben nur 2 Mal im Jahr Festgebet. Die sind nicht 50 und nicht 100. Nur 2 Mal. Halbe Stunde mit Khutba für Allah subhanahu wa ta'ala. Ist das viel? Da sollte man sich vorbereiten, dass man frei nimmt diese Stunde, damit man zum Gebet kommt. Und Salat al-Eid ist Pflicht für die Männer und die Frauen. Für die Männer und die Frauen. Die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten, das stimmt. Aber man geht nach den Beweisen. Man geht nach den Beweisen, nicht nach dem, was die Leute erzählen, sondern Beweis. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch den Frauen befohlen, zum Eid-Gebet zu gehen. Die Frauen, wenn die Frauen zum Eid verpflichtet sind, eigentlich die Frau ist nicht verpflichtet, in die Moschee zu kommen wie die Männer. Aber zu Eid hat er die Frauen auch, sallallahu alaihi wasallam, aufgefordert, dass sie zu Eid gehen. Und wenn eine Frau ein Kleidungsstück nicht gehabt hat, dann sollte sie ausleihen von ihrer Schwester, damit sie zu Salat al-Eid kommt. Und da sollte man auch für seine Kinder das machen. Dass die Kinder kommen, die sehen die Muslime. Nicht, dass dein Kind einen Muslim auf der Straße sieht, sagt, ach, Terrorist. Oder der sieht einen Mann mit Bart, dann bekommt er Angst. Oder eine Frau mit Hijab, der will mit ihr nichts zu tun haben, weil er diese Muslime nicht gesehen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Und am letzten Tag wird Allah subhanahu wa ta'ala uns nach unseren Kindern fragen, wie wir diese Kinder erzogen haben und was wir für sie geleistet haben. Nicht nur essen und trinken, sondern was haben wir für diese Kinder gemacht, religiös mäßig, in der Religion, in der Erziehung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Kinder bewahren. Deshalb, man sollte zum Eid-Gebet kommen. Und wenn man kommt zu Zelt oder die Frauen, die kommen zu dem Raum oben, in dem anderen Haus, dann betet man kein Sunna-Gebet. Fiyya al-Eid, es gibt nicht. Man sagt Takbir und der Imam betet 2 Rak'a. Bei dem ersten Rak'a sagt man 7 Mal nach dem ersten Takbirat al-Ihram, Allahu Akbar. Und beim zweiten 5 Mal. Und dann gibt es eine Rede. Da sitzt man, hört man zu. Und da will man den Ajr, dann gratuliert man den Muslimen. Und da bekommt man dadurch große Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, wenn man natürlich die Bedingung dafür gebracht hat.
in dieser Handlung. Auch dazu. Dazu gibt es nach dem Eid, in diesem Eid, Barakallahu fikum, wir erleben etwas Besonderes, weil wir die Sunna von Ibrahim a.s., unser Vater, wir praktizieren diese Sunna von Ibrahim a.s., wir praktizieren die Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, indem wir für Allah subhanahu wa ta'ala opfern, für Allah subhanahu wa ta'ala opfern. Und jedes Haus, wenn das Haus oder Haushalt imstande ist zu schlachten, dann muss man etwas für Allah subhanahu wa ta'ala schlachten. Mindestens ein Lamm, 6 Monate alt. Und 7 Familien oder 7 Leute können sich beteiligen und die schlachten eine Kuh oder ein Kamel. Das geht auch. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies ist auch Pflicht, solange du fähig bist. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer imstande ist zu opfern und er tut das nicht, der sollte fernbleiben von unserem Gebet. Das heißt nicht, weil man nicht schlachtet, dass man nicht zum Gebet geht. Nein, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erklärt uns hier, dass diese Sache so wichtig ist, wenn du hast, dass du schlachtest für Allah subhanahu wa ta'ala. Hast du keine Möglichkeit hier zu schlachten, dann kannst du Geld nach Hause schicken, zu deinen Eltern, zu deiner Familie oder jemanden beauftragen, der kauft für dich etwas und der schlachtet das für dich. Aber dass manche Leute nur Geld verteilen, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, weil wir sowas nicht von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennen. Wenn du zurück dann, und deshalb, barakallahu fikum, wir werden, insha'Allah, Salat al-Eid, 8.15 Uhr früh am Dienstag beten. Bitte kommt er. Kommt er. 8.15 Uhr werden wir mit dem Gebet anfangen. Und danach gibt es Khutbah und es wird nicht lange dauern, bi'idhnihi ta'ala. Wir verstehen, dass viele Brüder oder Schwestern nicht unbedingt frei bekommen können. Und dass viele Leute vielleicht eventuell beschäftigt sind. Deshalb erleichtern wir, indem wir auch barakallahu fikum kurz machen, bi'idhnihi ta'ala. Da kommt man. Und wenn man fertig ist von Eid-Gebet, dann kehrt man zurück. Wenn man nach Hause kehrt, da sollte man einen anderen Weg nehmen. Und wenn du zu Hause bist, dann betest du für Allah subhanahu wa ta'ala 2 Rak'a. 2 Rak'a für Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Sunna ist eine vergessene Sunna. Die Leute sozusagen, die haben das vergessen. Wenn man zurückkehrt nach Hause, dass man 2 Rak'a für Allah subhanahu wa ta'ala betet. Deshalb, barakallahu fikum, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben eine sehr gute Zeit. Wir haben die Zeit, in der die besten Taten von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen werden. Und wir haben Möglichkeit, wir sind am Leben. Deshalb machen wir das und nutzen wir diese Angelegenheit, damit Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeiht und vergibt, damit wir bessere Muslime werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben. Allahumma aslih dhata baynina wa alif bayna qulubina wa adina subul as-salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma ansur al-islam wa izzil muslimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Allahumma tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika min an-nar. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله